Privet, Dobrindien, Hola, Salü, Servus und Hallo und herzlich Buongiorno und Hello und willkommen zu dem Let's Play mit den unkreativsten Anmoderationen, über die man trotzdem 30 Minuten lang nachdenken muss. Nämlich Europa Universalis 4 mit dem Explorer-Mod in der Version 1.5.1 in der Europa Universalis Version 1.30. Schlag mich tot. willkommen. Oh, Wir und dann wird spielen gerade von Polen Krieg. mit Bayern auf der Seite des Kurzschwertes Gladius, dem kurzschwertigen Kurzschwert Gladius und dem langschwertigen Gernmeier in Hessen. Das flachere System war auch nicht eingefallen, oder? Nee, nö. Irgendwie muss man ja die Qualität hochhalten. Ich glaube eher, das ist die Sache. klar. Meine Let's Plays haben immer das höchste Niveau, deswegen reden wir auch über Kurz- und Langschwerter. Degen, Dolche. Vielleicht auch mal ein Rochen. 3, 5, 4, den nehme ich. Der ist gekauft. Innovationsfähigkeit. Wir haben eine Innovationsfähigkeit. Wir haben eine Innovationsfähigkeit. Was macht die? Macht Kosten, gell? Billigeres Tacken. Ja, macht, nee, macht Kosten. Kann erhöht werden, ja. Auswirkungen bei 100, ja. Wir kriegen minus Machtkosten. Das ist halt mächtig. Deswegen nochmal die HR-Ideen sind sehr wichtig nochmal. Weil die zusammen mit 100 Innovationsfähigkeit hat man minus 12% Technologiekosten. Nur gesagt haben. Addieren sicher. Modifier. Meine erste Technologie, der Tempel. Und die anderen beiden kommen Wieso sofort. habe ich fünfmal Münchens erstes Regiment? Das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Max und Moritz. So ging das doch. Ja. Nicht ganz so pädagogisch wertvoll heutzutage noch. Max und Moritz, aber. Damals in den guten alten Zeiten wurde mir das noch vorgelesen. Habe ich selbst gelesen. Guten alten Zeiten. Hat man das in Bayern auch noch gelesen? Kann man das trinken? Was? Max und Moritz? Witzig. Jetzt nicht Max und Moritz. Nein, der Bayer kennt sowas nicht. Natürlich kenne ich Mike! Max und Moritz. Ich bin auch kein Kulturmann und so. Das sagst du jetzt so. Genug Ja. Leute, die es nicht kennen. Du kennst ja nicht mal den. Nee, wir lassen uns jetzt nicht auf dieses Niveau herunter. Doch, komm. Na, Komm her. du kennst ja nicht mal das, den Geschmack von Fleisch. Den du kennst. Natürlich kenne ich den, ja. Nevermind. Ich finde, man kann nur auf Fleisch verzichten, wenn man auch weiß, wie es geschmeckt hat. Tja. Sonst weiß man ja gar nicht, was man verzichtet hat. Da kann man ja gar nicht von sich behaupten, freiwillig darauf zu verzichten. Verzichte drauf und zu wissen, wie es schmeckt, ist doch viel besser. Trotzdem würde ich, wenn ich ein Kind haben sollte, es durchaus vegetarisch erziehen. Sind wir in den Ja, richtig eben. kontroversen Theorien hier. Ja, eben, und dann regt sich drüber auf, dass ich kein Fleisch esse. Ich esse auch kein Fleisch. Ja, ich auch nicht. Siehst du? Ja, eben. Aber man sollte es ja wenigstens einmal im Leben probiert haben. Aber naja. Nee, nee, nicht unbedingt. Nee, nee. Naja. Da kann man auch nie beurteilen, ob etwas Fleisch schmeckt. Weil ich das ja finde ich auch. Das war gerade lucky. Wobei ich das ja auch falsch finde, alles danach zu beurteilen, ob es nach Fleisch schmeckt oder nicht schmeckt. Man sollte urteilen, ob es gut oder schlecht schmeckt. Dementsprechend. Oh, warte, never mind, das ist eine Reichsstadt, kann ich vergessen. Oh, ich bin ja das technologisch fortgeschrittenste Land. Immer nicht lustig. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Entschuldigung an alle Düsseldorfer, zu denen ich auch gehöre. Manchmal geht's mit mir durch. Ja. Oh Gott, ich sollte so spät in der Nacht keine Videos aufnehmen. Das ist natürlich der einzige Grund, die Späte für meine gute Laune, Noch gell? nicht mal drei, also ganz ruhig.
Ludwig der Vierte von Wittelsbach von Pfalz ist gestorben. Mein Nachfolger ist ein Sünder. Oh Gott. Gott bewahre. Da gibt es dieses Lied hier von... Also, oh, Kölner Lied. Deswegen darf ich das jetzt nicht erwähnen. Für alle Düsseldorfer. Sorry. Heißt, wir sind klein, alles kleine Sünderlein. Ich werde es jetzt nicht singen. Auch wenn ich es könnte. Deutsches Lied, gut. Ja. Übrigens, letztens bin ich per Zufall auf eine Version vom Ostpreußen-Lied gestoßen. Habe ich mir aus Interesse mal angehört. Kommentare habe ich auf meinem Discord-Kanal gepostet. Die möchte ich jetzt einfach mal verlesen. Die erste Liste die ersten Kommentare. Ostpreußen war, ist und bleibt deutsch. Zweiter Kommentar. Ostpreußen war, ist und bleibt deutsch. Dritter Kommentar. Ich bin schwedisch, aber die Südküste der Ostsee muss immer deutsch sein. Nächster Kommentar. Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Nächster Kommentar. Wahr ist, die Welt kommt an Deutschland, den Deutschen nicht vorbei. Ohne die Deutschen geht es nicht. Nächster Kommentar. Wir geben dich nicht auf, Ostpreußen. Nächster Kommentar. Eine deutsche Stimme zu einer deutschen Landeshymne. Ewiger Dank an Heino. Ah ja, war bei Heino. Richtig. Nächster Kommentar. Mir kommen die Tränen, ob ein deutsches Königsberg je wiederkommen wird. Nächster Kommentar. Es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Die Vertreibung der Deutschen aus den Ostprovinzen war einer davon denen. Es war ein Verbrechen gegen die Menschheit. Lieb Grüße aus Brasilien. Das war mehr als ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ja, das war, man muss einfach mal sagen, das war auch eine faire Strafe halt. Ja, wir haben Völkermord begangen und zwar in dem harten Maße, also. Aber warte, das war schon eine faire Strafe. Man hätte trotzdem mit den Vertriebenen natürlich besser umgehen müssen eigentlich. Aber es war halt... Es war gerechtfertigt. Nee. Das war schon. Da sind viele Menschen gestorben, vergewaltigt worden und alles. Man muss ja besser sein als die Leute, die einem was falsch gemacht haben. Und im Endeffekt waren sie genauso schlimm. Waren die Leute genauso schlimm behandelt dann? Kann man natürlich verstehen. Kann man sich jetzt dann aber auch nicht im Nachhinein irgendwie mit Ruhm rühmen. Muss man. Ja, sorry. Ungarn sieht schön aus. Schön farbig. Ja. Ach so, heute. Sorry. Heute sagt man ja People of Color. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt. Oh Gott. Nee. Sorry. Sorry. Ich nehme das zurück. Nee. Der Witz war selbst mir zu rassistisch. Ein bisschen schwarz irgendwo ist ja gut. Nee, das sind Countries of Color. Genau, Countries of Color. Soll ich einmal nicht einen rassistischen Witz bringen? Bitte nicht. Ich habe einen Brater frei. Den sollte ich für Österreich verwenden. Sind immer ein Kaiser. Jung verbessern, für den katholischen Glauben. Mein sollte mich wählen. Hamburg wählt mich auch fast. Sehr nett. Warum das? Der Feind eines Feindes. Brandenburg. Braunschweig. Wusstest du nicht, Brandenburg hat Brandenburg als Rivalen. Nicht offensichtlich. Ui, ui, ui. Ja, ich sollte mal langsam meinen ersten Krieg führen, aber... Leichter gesagt als getan. Ich sollte aber gleich die ersten 10 gefallen haben. Ja. Kann ich was reißen, aber gegen wen zuerst? Ich plädiere fast für Köln. Die sollen mich wählen. Kann ich Lüneburg und die Pfalz vielleicht irgendwie dazu kriegen? Wir haben 5. Wir haben 9. Schön. Ja, aua. Ich will zum Kronland. Der Adel, der hasst mich jetzt. 28%, ach du Scheiße. So, Adelsprivilegien, die können wir gar nicht gebrauchen. Es ist halt beides nichts. Das ist halt... Der Adelseinfluss ist halt mächtig, deswegen nehme ich das. Ach, meine Werte sind nichts. Normal sollte man den Armee-Dings nehmen, aber nur als größeres Land. Hier so als kleines Land kann auch Steuerdings ganz praktisch sein. Ja, Dings. Es heißt Dings. Ein akzeptabler Begriff, es heißt Dings. Heute wird gedingst. Dings da. Dings, Dingenskirchen. Auch so ein deutsches Wort, ne? Dingenskirchen. Dingenskirchen. Ja, übrigens, Sapmi hat alle Kerne auf die samischen Provinzen erhalten durch meinen Mod.
offiziell wieder Advertising-Kampagne machen. Den Download für diesen Mod findet ihr natürlich in der Videobeschreibung aus dem Steam Workshop. Meine Stimme ist schon ganz kaputt. Ach komm, so kaputt ist die noch nicht. Sprichst du doch sehr deutlich und kräftig. Ja, da sagst du. Ich habe schon vor ein paar Stunden hier For the People aufgenommen. Das ist 16 Minuten am Stück brabbeln. Hab dann schon am Ende der Folge, da kamen dann noch sechs Personen gleichzeitig, die hier so einen Steckbrief hatten. Habe ich schon gesagt, so die da vier Seite quasi vollgeschrieben, habe ich schon gesagt, jeweils. Hab schon gesagt, nö, die lese ich nicht vor. Sonst habe ich alles vorgelesen, aber da habe ich mich geweigert. Habe ich mich einfach geweigert. Zeitung lese ich da auch schon nicht mehr vor. Unglaublich. Es wäre, glaube ich, nicht so schlau, den Kaiser zu beleidigen, aber ich mache es einfach mit der spöttischen Beleidigung. Warum solltest du das tun? Machtprojektion. Warum hast du dich als Rivalen? Du solltest dich mit dem Kaiser gut stellen, dass er dir nicht jedes Mal Provinzen zurückfordert. Denkst du, mich juckt das? Sollte dich jucken. Nein, ich bin Böhmen verbündet. Ich muss das nicht jucken. Doch, du kriegst enorme Mali, wenn du eine Provinz eroberst. Ich habe Ansprüche. Du kriegst enorme Mali vom Kaiser, wenn er das Land zurückfordert als unrechtmäßiges Territorium. Ich musste ihn aber als Rivalen nehmen, weil sonst hätte ich Böhmen nehmen müssen und ich bin Böhmen verbündet. Du kannst ihn als Rivalen nehmen, du kannst ihn ja trotzdem mit denen gut stellen. Auf keinen Fall beleidigen. Sollte die einfach nur beleidigen für Machtprojektion. Das ist besser schon die gesamte Beziehung. Entsprechend. Kann er natürlich. Aber ich sollte mal Embargos machen. Das ist mein erster Schritt. Dann kriege ich aber meistens auch Embargos zurück und das ist das, was ich nicht mag. Deswegen lasse ich das lieber erstmal. Otto der Erste von Welf von Lüneburg ist gestorben. Bringt einem immer nur minus Geld, deshalb wird das nie tun. Ja, Embargos bringen aber einem ordentlich Machtprojektion. Und wenn man eine große Nation, vor allem eine große Handelsnation, kann man das gut machen. Aber schadet den anderen dann nämlich mehr. So aus kleinen Hessen. Große Handelsnation. Ja, so wie Venedig, England, sowas. Lüneburg würde mal machen, das ist ja wunderbar. Unglaublich, kann ich keine Kriege hier führen. Augsburg in einer Handelsliga mit Venedig. So, fehlt eigentlich nur noch auf zwei Provinzen in Anspruch. Ist auch langsam lustig hier. Böhm wählt mich immer noch zum Kaiser. Die Pfalz würde mich zum Kaiser wählen, sogar ziemlich eindeutig. Würden die nicht von Trier zum Kaiser gewählt werden. Wow. Momentan würde die Pfalz zum Kaiser werden. Was ändert sich noch, weil die Reichsautorität natürlich steigt? Würde Österreich ganz dringend zu den HRR-Ideen raten. Oder als Kaiser. Kann das schon mal sehr praktisch sein. Die sogenannten HRR-Ideen. Okay. Oh Gott. Grenze. Die verliert man nicht, wenn man nicht mehr im Reich ist. Wäre irgendwie scheiße, ne? Wir haben jetzt religiöse Ideen, jetzt mal Mantua. Das einzige Reichsbiet, das bisher die Ideen hat. Ideen hat. Ja. Ah, heißt die Reformer willkommen. Oh, was? Machen wir nicht. Wir werden so oder so protestantisch oder reformiert werden müssen. Wir sind zu nah in Deutschland. Center von Deutschland kann man nicht katholisch bleiben. Ja. Egal, wo die Reformation stattfindet. Wir sind gelackmeiert. Oh, meine Frau hat plus 50% wahrscheinlich einen Nachfolger. Könnte ich meinen eigentlich absetzen. Ja, mein Herrscher, die 54. Jungfrau Maria. Ja. Wir wollen ja Reform. Und diese 1% sind halt. 1% halt. Ich kann mal wieder nichts anbieten, keinen Krieg für die Folge. Mal wieder hier am Dorf rumsitzen auf gut Deutsch. Irgendetwas Bündnis, was man machen könnte. Würde es sich lohnen, würde irgendwen anders aufzugeben. Schottland, Bretagne, Brandenburg. Brandenburg würde sich halt echt lohnen. Stadt Lüneburg. Brandenburg statt Lüneburg. Würde sich schon lohnen, ne? Aber ich habe gerade erst eine neue Staatsidee mit Lüneburg. Wird mir jetzt ewig hier diplomatische Macht kosten. Lohnt sich nicht, nee. Vor allem haben wir Böhmen. Das reicht erstmal.
Böhmen ist ja gerade enorm mächtig geworden hier durch die Ungarn-Expansion. Muss halt nur gut stellen mit Böhmen. Aber Böhmen fällt einem gerne mal in den Rücken. Man kennt Böhmen. Immer Böhmen, der einem im Rücken fällt. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, die nur stattfindet, wenn es gute Rezensionen gibt. Ja, wir haben keine 5 Minuten. Die Folge ist jetzt vorbei. Schade. Ja. Muss ja auf meine Zeit achten. 15 Minuten. Ja, fürs Zuschauen und Schüssel mit Issel. Tschüss.